Grüßt euch, Leute. Heute sitze ich hier mal in meiner Chill-Out-Ecke zu Hause und es geht ein bisschen darum, um mal einen Rückblick zu machen hinsichtlich der Zielerreichung fürs Jahr 2019. Und zum Jahresende kommt man immer auf die Idee und man überlegt sich, Mensch, was habe ich mir eigentlich vorgenommen für 2019 und was habe ich davon gerissen? Wobei ich ehrlich sein muss, ich komme nicht immer erst am Jahresende drauf, sondern ich arbeite in der Regel immer mit einer Visionscollage. Das heißt, am Anfang des Jahres überlege ich mir genau, welche Ziele will ich erreichen und besorge mir dann zwei DIN A4 Blätter, die ich zusammenklebe und dann durchwühle ich verschiedene Zeitschriften und alle die Ziele, die mich ansprechen, die für mich vielleicht auch symbolisch sind für bestimmte Dinge, die ich erreichen möchte, die klebe ich dann quasi schön auf die beiden DIN A4 Blätter. Und visualisiere so quasi die Ziele fürs entsprechende Jahr und versuche dann alles, diese Ziele umzusetzen. In der Regel habe ich einen sehr hohen Zielerreichungsgrad. Oft liege ich über 90, 95%. Aber es kommt natürlich immer ein bisschen drauf an. Wir leben natürlich auch immer in dynamischeren Zeiten und in dynamischeren Zeiten gibt es natürlich auch einfach Veränderungen, die dir unterwegs passieren, Sachen, die du dazu lernst. Und ein Weg, der am Anfang des Jahres für dich als der intelligenteste erschienen ist und der smarteste, der kann auch durchweg sein, dass der unter dem Jahr für dich die Erkenntnis gibt, dass das nicht der beste Weg ist. Und dann macht das natürlich überhaupt keinen Sinn, diesen Weg weiter zu latschen, sondern dann geht man halt nach links und nach rechts, was man selbst für das intelligenteste erachtet. Was war für mich das Jahr 2019, wenn ich so Revue passieren lasse? Hier habe ich einen schlauen Spruch gelesen, der heißt: Es ist nicht unsere Aufgabe, die Zukunft vorherzusehen, sondern auf diese gut vorbereitet zu sein. Und auch vor einem Jahr in meinem Video, als ich über Ziele 2019 sprach, habe ich gesagt, das Jahr 2019 wird für mich ein Jahr der Weiterentwicklung, der Weiterbildung. Denn nur dann, wenn wir unser Feld gut bestellen, wenn wir in uns investieren, wenn wir uns weiter professionalisieren, dann wächst quasi unser Trichter und damit sind wir offen für neuere und interessantere Projekte. Und dieses Jahr habe ich relativ viel in Fort- und Weiterbildung investiert. Ich habe zuerst meine Fortbildung gemacht zum IHK-Hausverwalter. Dann habe ich meinen Spanischunterricht weiter durchgezogen. Ich habe auch einen Spanisch-Lernkurs gemacht in Panama. Und einmal die Woche gehe ich zum Spanischunterricht zu meiner Spanischoma und lerne zusammen ganz fleißig mit ihr Spanisch. Wird auch steigend besser. Zumindest wird es nicht schlechter. Ja, ich bin manchmal immer noch zu faul, Vokabeln zu lernen oder habe nicht so die richtige Gelegenheit, obwohl ich das Vokabellernen eigentlich ganz genial finde, denn es ist ein bisschen so wie Meditation. Man fokussiert sich quasi auf eine Sache und geht dann auch voll in die Sache unter und merkt selber, was verhaftet und was nicht. Und fragt sich natürlich auch, hey, wenn man älter wird, wird das Haftboard schlechter? Also Gedächtnis ist ja auch so ein bisschen wie so eine Hafttafel, wo man so einen Ball dran wirft. Und die Frage ist, wenn man 10 Bälle dran wirft, wie viel von den Bällen fallen wieder runter und wie viel bleiben haften? Aber da muss ich sagen, haftet noch einiges. Nicht so schlimm. Dann habe ich eine Weiterqualifikation gemacht zum Stiftungsberater, wobei die physischen Module habe ich jetzt quasi erfüllt. Die Prüfung ist, glaube ich, im Februar. Ich muss selber noch überlegen, ob ich Lust habe, die an der Prüfung teilzunehmen, denn große Inhalte oder viel Inhalte der Prüfung gingen um gemeinnützliche Stiftungen. Wäre jetzt nicht so mein Betätigungsfeld. Und ein kleinerer Teil war eher privatnützige Stiftungen, sogenannte Familienstiftungen. Da habe ich auch ein interessantes Video dazu gemacht, was ich dir, wenn du dich für Stiftungen interessierst, stark empfehlen kann. Ja, also die Weiterqualifikation letztendlich habe ich auch in Anspruch genommen. Was habe ich noch gemacht? Ja, ich habe ein bisschen wieder was zum Thema Steuern mal gelesen, habe in dem Bereich mich weiterqualifiziert und habe enorm viele YouTube-Videos ja selbst auch gesehen und konsumiert, habe geschaut, wie es andere machen, mich selbst zu vergleichen, zu gucken, okay, was macht der eine anders oder besser, wo kannst du was lernen? Habe mich auch mit einer Mastermind-Gruppe getroffen, mit Nico vor allem, mich rege mit ihm ausgetauscht. Ich würde sagen, da hat sich eine neue Freundschaft entwickelt. Der Nico Bardot, ein geiler Typ, wohnt in Frankfurt, ist auch Immobilieninvestor.
und auch nicht so eng aufgestellt, sondern auch eher so ein bisschen breiter, kluges Köpfchen. Und wir haben uns öfters getroffen und haben uns ausgetauscht. Ja, also von daher habe ich zum Thema Weiterbildung eigentlich einiges gemacht. Aber es geht ja nicht nur um die theoretische Weiterentwicklung, seinen Trichter zu vergrößern, sondern natürlich auch praktisch zu performen. Und da habe ich mir selber mal alles aufgeschrieben, was ich so alles Schönes 2019 gemacht habe. Ja, also Thema Feldbestellen haben wir schon drüber gesprochen. Ich hatte ja vor, und das hatte ich im letzten Jahr gesagt, ich habe so eine kleine Gewerbeeinheit. Das war so ein Ladengeschäft. Da haben wir selber einen veganen Biolieferdienst betrieben. Das war der erste vegane Biolieferdienst Deutschlands. Und dort hat mir quasi die Ladeneinheit gehört. Und der Veggieman Express hat leider zugemacht. Aber nichtsdestotrotz war auch die Idee, diese Ladeneinheit, die wir selber renoviert haben, zu verkaufen. Und die haben wir auch mit einem sehr anständigen Ergebnis verkauft. Und auch der neue Investor ist super happy, denn da ist jetzt eine Pizzeria drin. Von dem Veggieman war auch schon eine Pizzeria drin, Pizzalieferdienst drin, und die ist super gelaufen. Und im Moment scheint es da auch ganz gut zu gehen. Jedenfalls so das, was mir meine Rohr- oder Flaschenpost hier lokal verrät. Und der neue Investor ist auch ein Freund. Ist manchmal ganz lustig, wie es so läuft. Und der ist super happy mit jetzt seinem Pizzalieferdienst, macht dort eine schöne Rendite. Und unterm Strich, ja, haben wir wieder viel gelernt, aber haben auch was gewonnen, haben ein bisschen Geld verdient. Also alles eigentlich ganz gut gelaufen. Was haben wir noch? Ja, ich hatte ja erzählt, dass ich eine Hausverwaltung gründe. Das habe ich auch gemacht. Die Four Quarters Hausverwaltungs GmbH. Also wenn ich sage, ich habe sie gegründet, ist eigentlich völlig falsche Formulierung, sondern wir haben sie gegründet. Ich gründe am liebsten immer zusammen mit verschiedenen Geschäftspartnern. Da kann man die Arbeitsleistung auf verschiedenen Schultern verteilen. Jeder kann sich einbringen hinsichtlich dessen, was er kann. Und ja, die Hausverwaltung haben wir quasi mit drei Firmen zusammen gegründet. Und die Geschäftsführerin ist jetzt da unsere Tatjana Dietrich, und die macht einen Bombenjob. Und wir haben dieses Jahr, wollten wir eigentlich bis Oktober in die Gewinn-, also mal aus der Verlustzone raus. Vorher haben wir immer noch ein bisschen subventioniert. Es dauert ja ein bisschen bei einer Hausverwaltung, bis du genug Einheiten hast, damit du letztendlich die laufenden Kosten decken kannst. Und das haben wir sogar schon im Oktober geschafft. Ich glaube, wir sind dieses Jahr um fast 40% gewachsen. Also enorm. Das Thema läuft gut. Ist natürlich auch was anderes, ob du eine Hausverwaltung betreibst aus dem Anspruch eines Eigentümers, eines Immobilieninvestors. Da hast du natürlich ganz andere Anforderungen, ganz andere Wünsche an so eine Hausverwaltung und kannst dich natürlich auch sehr gut in Eigentümer einversetzen, die selber eine Wohnung besitzen oder ein Mehrfamilienhaus besitzen, was die wollen, was denen wichtig ist. Du verstehst besser, wie die Eigner letztendlich ihr Gemeinschaftseigentum ihr verwaltet sehen wollen oder auch ihr Sondereigentum oder auch ihr Gesamteigentum, je nachdem, wie die aufgestellt sind. Und da haben wir gemerkt, dass das ein riesen Wettbewerbsvorteil ist, wenn man quasi aus der Rolle eines Investors eine Hausverwaltung betreibt oder als Hausverwaltung, als Dienstleister. Da hast du natürlich ein ganz anderes Verständnis. Du weißt, worauf es ankommt. Und das haben wir jetzt gemerkt, das ist ein gewaltiger Wettbewerbsvorteil. Wir haben jetzt auch eine tolle Internetseite aufgezogen. Also wenn du mal schauen willst, unter www.fq-hausverwaltung.de. Wir haben uns auch speziell auf die Metropolregion Nürnberg fokussiert, dass wir möglichst eng sind, dass wir kurze Wege haben, dass wir schnell bei den Objekten sind, dadurch eine perfekte Objektbetreuung gewährleisten können. Also das, muss ich sagen, hat richtig Bock gemacht. Konzeptionell habe ich die Internetseite entworfen mit dem Boris und mit dem Shimmy, zwei Webdesigner, die haben wirklich einen tollen Job gemacht. Das Frontend ist jetzt quasi schon fertig und generiert auch Kundenanfragen. Wir haben von unseren Kunden dort auch eine Bombenbewertung im Internet bekommen, dass sie also sehr zufrieden sind. Und jetzt sind wir noch dabei, das Backend zu programmieren, mit dem wir dann auch in der Lage sind, das ganze Paperwork letztendlich, was in so einer Hausverwaltung anfällt, digital abzubilden und es dann mit Maklern, Eigentümern und natürlich auch der Hausverwaltung wesentlich einfacher zu machen. Also da bin ich sehr gespannt und auch sehr zuversichtlich, wie das Ganze sich entwickelt. Ja, was habe ich noch angestellt? Ich wollte ja eine Stiftung gründen und habe mich damit auch mit coolen Stiftungsberatern getroffen, die mich wirklich auch begeistert haben.
Auch habe ich Überlegungen angestellt, ob es mehr Sinn macht, eine Stiftung in Deutschland zu gründen oder eine Stiftung in Österreich oder eine Stiftung in Liechtenstein oder sonst wo ein Trust. Und für mich hat sich, also mich selber hat eigentlich wirklich für meine Bedürfnisse speziell die deutsche Stiftung extrem überzeugt. Und dann kam ich zu dem Entschluss, Mensch, warum jetzt mit einem Stiftungsberater arbeiten, mit einem externen? Eigentlich ist es ja auch ein Teil deiner eigenen Expertise, Vermögensverwaltung, denn im Bereich Unternehmertum und Investment, speziell Immobilieninvestment, bin ich ja sehr stark vertreten. Also habe ich mir gedacht, hey, das ist doch eigentlich eine geile Ergänzung und deswegen habe ich die Ausbildung zum Stiftungsberater gemacht und habe da auch eine coole Anwältin, die sich mit spezialisiert hat auf das Thema Stiftungen und habe ich gedacht, okay, wir zwei als Team. Und das ist auch lustig, sie hat quasi auch quasi viel Expertise, aber selber noch nie eine Familienstiftung gegründet. Und deswegen haben wir gesagt, gut, das probieren wir jetzt und machen an unserem eigenen Lernobjekt. Und deswegen habe ich jetzt im September schon die Dr. Florian Roski Stiftung mal eingereicht bei der Bayerischen Stiftungsbehörde. Lustigerweise haben wir noch ein Schreiben bekommen, meinten, so Leute, dieses Jahr, ne, wird das wahrscheinlich nichts mehr, wir haben so viel zu tun. Ich bin jetzt mal gespannt, weil wir da unser erstes wirkliches Feedback bekommen und bin dann gespannt, ja, wie es ist, mal so eine Stiftung als weiteres Vehikel zu fahren, welche Erfahrungen ich damit mache, welche Vor- und Nachteile es gibt. Im Prinzip sind die mir natürlich vorher klar, aber die gelebte Praxis ist natürlich immer etwas ganz anderes, als wenn du im Vorfeld einen theoretischen Plan hast. Der ist gut und wichtig, aber am Ende zeigt doch die Praxis, wie gut oder schlecht irgendetwas ist. So, ich muss mal jetzt kurz umsetzen. Ich bin irgendwie runtergerutscht. So. Ja, ich bin noch heute hier im Jogginganzug, sitze ich hier ganz gemütlich auf meinem Sofa, hier, Jepa-Juju, weil wir sind auf eine coole Party eingeladen. Und da ist das Motto nach Karl Lagerfeld, Menschen, so ein wortgetreu, die quasi einen Trainingsanzug oder einen Jogger unterwegs sind, haben ihr Leben verwirkt. Und deswegen ist eigentlich das Motto der Party, wir haben unser Leben verwirkt und sind alle im Jogger da. Das finde ich total geil. Da muss man nicht drauf achten, was man anzieht. Ein Hemd anziehen, was man hinterher in die Bügelei bringen muss. Also super Sache. Freue ich mich schon drauf. Wir fahren jetzt gleich nach Frankfurt, meinen Kumpel Daniel zu besuchen. Noch andere alte Studienfreunde sind da. Da bin ich echt neugierig, was da so abgeht und freue mich auf die Party. Ja, was habe ich noch? Ah ja, dann mein Nachbar hat mich ja dazu begeistert, mal in so einem Schützenverein teilzunehmen. Und ich muss sagen, ich bin echt absoluter Pazifist. Ich liebe Tiere und ich finde es auch blöd, irgendwie kriegerisch gegen andere Menschen vorzugehen. Ich denke, da gibt es immer andere Wege. Habe deswegen ja auch Zivildienst gemacht, weil ich mal Medizin studieren wollte. Ja, habe mich dann irgendwie mal überreden lassen, mal mit in den Schützenverein zu gehen und ich muss sagen, es hat mir echt Spaß gemacht, weil man kann sich so schön fokussieren, man kommt so genial raus aus seinem Tagesgeschäft, wenn man mit einer Pistole oder einem Gewehr einen Punkt anvisiert, sich auf den fokussiert und also für mich genial zum Entspannen und habe dann auch so eine Sachkundeprüfung noch gemacht dieses Jahr. Also ihr merkt, ich habe mein Feld gut bestellt und habe jetzt einen Antrag gestellt für so eine Waffenbesitzkarte und da warte ich noch drauf. Ich glaube, am 2. Januar habe ich ein Jahr voll und ich muss unregelmäßig 18 Mal schießen. Das war ich. Und jetzt bin ich gespannt, wie das da weitergeht. Und dann werde ich mir meine erste eigene Pistole mal leisten. Und dann, ach so, das war auch witzig. Ich habe auch bei den Vereinsmeisterschaften hier mal mitgemacht. Und scheinbar habe ich mich ganz gut angestellt und habe dann gleich den zweiten Platz gemacht. Da war ich echt verwundert. Also mit 45er komme ich gut klar. Das macht mir echt Spaß, muss ich ehrlich gestehen. Ja, was haben wir noch? Ach so, ich habe Pokern wieder ein bisschen für mich entdeckt. Ich habe als kleiner Junge immer schon Pokern gespielt. Zwischen 10, 11, 12, so in dem Alter bis 15 waren wir wirklich, was das Thema Kartenspielen betrifft, vor allem im Schulhof, extrem aktiv. Und ich habe jetzt wieder ein bisschen angefangen zu pokern. Das macht mir echt Spaß. Man lernt da auch eine ganze Menge über sich und vor allem auch über andere, wie man so sein Spiel aufzieht. Und bisher habe ich gemerkt, dass ich definitiv zu risikoaverser Spieler bin. Weil ich eine Eigenschaft, die in bestimmten Bereichen sehr, sehr gut sind, habe ich festgestellt, dass diese Eigenschaft in anderen Bereichen wiederum mich total zurückwirft und eher schlecht ist. Und ja, da kann ich viel dazulernen und bin gerade auf der Suche dort nach einem Pokertrainer, der mir dann quasi ein bisschen beibringt, wie das Ganze geht.
Aber mir macht es Spaß. Wir haben so einen kleinen Freundeskreis. Ich spiele natürlich nicht um Geld, Gottes Willen, sondern mit Jetons auf dem Tisch und das macht echt Laune. Und ab und zu fahren wir halt mal ins Casino zum Pokern. Also das ist eigentlich ganz geil. Was habe ich noch? Ja, ich wollte im Ausland investieren. Auf meiner Bucketlist stand ja drin, Insel zu Hause als drittes Zuhause. Also mein erstes Zuhause ist natürlich meine Wohnung. Mein zweites Zuhause mein Büro. Und mein drittes Zuhause, ich wollte immer irgendwie eine Wohnung oder ein Apartment auf einer Insel haben. Panama war auch eine Option, aber keine wirkliche Insel, aber wunderschön. Ich liebe auch Panama nach wie vor. Aber ganz spontan und zufällig, bei meiner letzten Reise war ich halt auch in Zypern und habe jetzt in Zypern zugeschlagen und lasse mir jetzt dort gerade ein cooles Penthouse bauen in so einer kleinen Wohnanlage, nenne ich es mal, die gerade neu erschaffen wird. Das ganze Projekt heißt Natura und ist wunderschön, qualitativ enorm genial aufgestellt, direkt mit Meerblick nach vorne und Bergblick nach hinten. Das ist eigentlich genau das, was ich wollte. Bin auch super happy. Leider dauert es noch bis Mitte, Anfang 2021, bis das Ding fertiggestellt ist. Aber ich freue mich jetzt, da was gefunden zu haben, weil das stand auf meiner Bucketliste. Und den Punkt habe ich also abgehakt. Nichtsdestotrotz habe ich auch mein Panama-Engagement weitergefahren, weil ich bin Panama nach wie vor wunderschön und ich liebe es. Und habe jetzt meine Resident bekommen. Ich bin total happy. Und nächstes Jahr werde ich nochmal rüberfahren, um meine Resident, meinen Personalausweis zu holen. Und so mein eigenes Traumszenario wäre noch in Panama City oder Umgebung, mir ein weiteres kleines Apartment zu holen. Ich versuche dann auch die Sachen vollautomatisiert über Airbnb zu vermieten. Das ist so ein bisschen der Plan. Da muss ich mal schauen, wie das geht. Dann habe ich so zwei, drei Standorte. Einen Panama, einen Deutschland, einen Zypern. Und dann schaue ich mal, vielleicht investiere ich irgendwann nochmal in Australien, auf den Fidschis oder in Asien. Und dann habe ich quasi überall auf der Welt so einen Standort. Und da, wo ich Bock hin habe und wo es mir am besten gefällt, wo die Leute am nettesten zu mir sind, wo die Regierung die beste Performance bringt, da kann ich mich dann ja niederlassen. Und versuche mich generell da so ein bisschen freiheitlicher aufzustellen. Und das ist auch meine Vorbereitung, Diversifikation auf allen Ebenen. Ich habe jetzt auch mit dem Erwerb der Wohnung in Zypern ein Konto eröffnet. Das Coole ist ja, Zypern ist war eine englische Kolonie. Entsprechend kann man dort auch ein Konto eröffnen, Great Britain Pound. Im Moment bin ich da ziemlich happy, weil das Pfund hat sich ja recht gut entwickelt jetzt zum Wechselkurs nach dem Wahlergebnis. Und auch der Dollar entwickelt sich gut im Verhältnis zum Euro, weil auch in Panama habe ich natürlich ein Devisenkonto eröffnet, einfach zum Diversifizieren. Und das Geile ist ja auch, außerhalb von der EU kriegst du auch noch Zinsen. Also Zinsen, die sind ja in Deutschland oder in der EU komplett kaputt. Das hat ja das Staatensystem letztendlich hier zerstört. Und wenn man natürlich Vermögensaufbau betreiben will, auch für Altersvorsorge, auch als Selbstständiger musst du ja Gedanken machen. Und du kriegst in der Regel im Ausland, wenn du 3 Monate anlegst, irgendwas zwischen 2 und 3% noch, ist also toll, ohne dass du im großen Risiko bist. In Währungen, die ich als selber als stabiler erachte, als jetzt zum Beispiel den Euro. Und kann ich dir auch nur empfehlen, versuch doch mal ein Konto im Ausland aufzumachen und vielleicht meinen Great Britain Pound, kanadischen Dollar, australischen Dollar oder halt in Great Britain Pound, finde ich auch gerade sexy im Moment anzulegen. Aber bitte nicht vergessen, natürlich kann man sein Vermögen überall auf der Welt gut positionieren, aber wenn du natürlich in Deutschland wohnst, du musst ja das Welteinkommen auch in Deutschland versteuern. Nicht zu vergessen, deine Zinserträge hier abzugeben, weil ansonsten betreibst du Steuerhinterziehung. Das wollen wir auf keinen Fall machen. Ich glaube, Ärger mit dem deutschen Finanzamt ist extrem uncool und jeder Unternehmer sollte am meisten Angst wahrscheinlich haben vom deutschen Finanzamt, denn die sind ja rigoros und ziehen durch. Und du bist auch ständig in der Beweispflicht zu sagen, dass du brav warst, dass du nichts vergessen hast. Und da gebe ich mir tunlichst Mühe. Und wenn du dir Mühe gibst, muss ich aber auch selber sagen, habe ich die Erfahrung gemacht, dass das Finanzamt auch super fair ist und deine Mühe anerkennt und sieht, okay, der tut sein Möglichstes, gibt an, was anzugeben ist. Und dann hast du in der Regel auch keinen Stress. Jedenfalls war es bei mir in der Vergangenheit so. Man ist da sehr, sehr fair mit mir umgegangen. Ja, was haben wir noch? Ja, ich wollte 2 Bücher schreiben. Einmal wollte ich ja meinen Bestseller, das Einmaleins des Immobilienmillionärs, auf Englisch übersetzen. Das ist mir jetzt mit Hilfe gelungen. Also die Übersetzung habe ich nicht selber gemacht, sondern das habe ich mit einem Co-Autor zusammen gemacht, weil ich hätte es einfach zeitlich nicht mehr hingekriegt. Und das hat der Mario gemacht und die Iris. Mario hat quasi Basisübersetzung gemacht und die Iris hat hinterher dann
einen Recheck gemacht, dass möglichst wenig Fehler drin sind. Und das E-Buch habe ich, glaube ich, vor 3, 4 Wochen publiziert. Das ist auch tolle Bewertungen. Und das Taschenbuch vor ein paar Tagen, ich glaube, vor 4 wurde es veröffentlicht. Jetzt bin ich mal gespannt, ob The German Way, wie man in Immobilien investiert, sich auch international durchsetzt und da seine Fans findet. Also finde ich total spannend. Und ja, wir leben ja auch in einer, ja, die Welt wird immer kleiner, sage ich jetzt mal so. Und da ist natürlich auch einfach super, wenn man in dem Bereich investiert. Was habe ich noch? Ich wollte meine Reichweite, also 2 Bücher habe ich gesagt, wollte ich schreiben. Das eine war die Übersetzung und das zweite Buch zum Thema über den Unternehmertum. Da bin ich auch fleißig dabei, wobei ich sagen muss, am Anfang des Jahres, so bis März, naja, bis Juni ging es eigentlich mir ganz gut von der Hand und ich habe da auch schon weit über 100 Seiten und dann habe ich so ein bisschen die Lust verloren. Passiert leider manchmal auch und habe andere Sachen als wichtiger erachtet, die jetzt mir zuerst zu tun sind. Vor allem auch das Thema Stiftung war mir wichtig, um da eine größere Unabhängigkeit und Diversifikation zu erreichen. Und habe dann gesagt, okay, ich schaue, dass ich das vielleicht noch fertig kriege, das Buch. Aber viel wichtiger ist es mir jetzt, auch meinen YouTube-Kanal ein bisschen weiter auszubauen. Und mein Ziel war ja hier 5.000 Abonnenten zu erreichen. Es sind jetzt, glaube ich, fast 7.000 geworden. Also scheinbar sind praxisorientierte Inhalte, weil ich berichte ja im Prinzip das, was ich auch erlebe und das, was ich mache und meine Erkenntnisse daraus, die stelle ich quasi kostenfrei auf YouTube zur Verfügung. Das mache ich gerne und es macht mir Spaß und es kostet dann auch nicht so viel Arbeit, wenn du einfach nur das erzählst, was du sowieso machst, als wenn du dich quasi hinsetzt und irgendwelche Inhalte theoretisch aufarbeitest, aber eigentlich überhaupt keinen Plan hast. Bei mir ist es eigentlich eher anders, dass ich immer erst was praktisch mache und danach euch quasi erzähle, was habe ich jetzt schon wieder ausgefressen, was ist gut gelaufen, was ist schlecht gelaufen, welche Erfahrungen habe ich daraus gewonnen. Und das gefällt mir gut. Und euch scheinbar auch. Und das gefällt mir noch besser. Ja, was habe ich noch? Ich bin gerade dabei, so eine, weil immer wieder Anfragen ist, für Anschreiben so eine Art Vermieter-Toolbox zu entwickeln, wo ich alle Schreiben rund um das Thema Vermietung quasi drin habe. Das heißt, wenn du eine Mieterhöhung für deinen Mieter hast, wenn du Kommunikation betreibst mit der Hausverwaltung, wenn du wissen möchtest, wie eine Nebenkostenabrechnung gibst, inklusive ein ziemlich cooles Cockpit, wie du quasi ein eigenes Portfolio verwalten kannst. Das sind eigentlich immer wieder die Anfragen. Und so nebenbei habe ich mit einem kleinen Team, mit dem Benny und dem David, hier angefangen, so eine Toolbox zu entwickeln. Und Ziel ist es eigentlich so, Ende des Jahres, Januar, ich sag mal spätestens Januar 2020, diese Toolbox euch anbieten zu können. Ich bin gespannt, ob sie euch gefällt. Wir haben auch so einen Ojemini-Button dann installiert, wo dann draufsteht, ey, Kacke, mir fehlt noch ein Dokument, Flo, bist du nett und kannst das vielleicht noch nachstellen. Und so hast du dann quasi so eine intelligente Toolbox, die dich immer mit den neuesten Papieren versorgt. Ein Link dazu wird euch der David sicherlich von unten hin posten. Mal gucken, wie weit das schon ist. Wenn nicht, dann vielleicht beim nächsten Video. Aber wir tun hier unser Bestes. Ja, was habe ich noch gemacht? Ich wollte ja generell auch ein bisschen diversifizieren. Das heißt, ich habe auch ganz gut in Gold investiert. Ich habe wieder in Devisen, ausländische Devisen investiert. Ich habe mir jetzt einen Oldtimer gekauft. Auch letztendlich einmal auf als Firmenwagen, weil da habe ich noch keinen gehabt. Zur Firmennutzung, aber auf der anderen Seite auch zum Werterhalt und zur weiteren Vermögensdiversifikation halte ich für sehr sinnvoll. Ist ja letztendlich auch eine schöne Parität. Da habe ich schon mal mein erstes Video gemacht. Ole, ole, welche Überlegungen habe ich eigentlich angestellt? Was für einen Oldtimer habe ich mir eigentlich rausgelassen? Und da bin ich auch ganz happy. Ich habe mir quasi den Bullet gekauft von Steve McQueen, also einen Ford Mustang Fastback GT390. Das ist quasi das Firmenfahrzeug aus The Bullet mit Steve McQueen, wobei das ist ein 68er Baujahr, meiner 67er Baujahr, aber ich finde ihn optisch ein bisschen hübscher, weil ich habe quasi auch innen sogenannte die Deluxe-Ausstattung mit Chrom überall und so richtig cool, oldschool. Das ist für mich so ein richtiges Rebellion-Car. Und naja, ich bin ja 45 dieses Jahr geworden. Wahrscheinlich auch so ein bisschen so eine Midlife-Crisis-Karre, die musste irgendwann mal sein, obwohl ich ehrlich sagen muss, ich fühle mich eigentlich überhaupt nicht älter und ich bin auch nicht in der Midlife-Crisis. Ich gebe nach wie vor Gas und ich habe voll Bock drauf und es macht mir Spaß, die Welt und das Unternehmertum und das Investment weiter für mich
zu erobern, zu erforschen, neue Erkenntnisse daraus zu gewinnen. Was haben wir noch? Ja, über Diversifikation haben wir gesprochen. Ja, mein Plan war ja, mindestens 4 Länder zu besuchen dieses Jahr wieder. Auf meiner Bucketlist steht da drin, jedes Land der Welt einmal zu besuchen. Und wo waren wir denn überall? Wir waren in Indien, wir waren auf den Malediven, wir waren in Nordzypern, wir waren in Südzypern, wir waren in Jerusalem, wir waren in Jordanien, wir waren in Palästina. Also wir sind richtig heftig rumgekommen. 4 Länder war das Ziel. Ich glaube, wir waren in 7 oder 8. Also Ziel für dieses Jahr definitiv erfüllt. Was habe ich noch? Ja, Inselhaus wollte ich investieren. Das habe ich ja auch umgesetzt. Da war ich also auch ganz brav. Ja, wo ich wirklich verkackt habe, war, ich wollte ja mir Sport schön erhalten und auch mein Gewicht halten. Aber gesundheitlich habe ich ein bisschen Pech gehabt Anfang dieses Jahres. Ich war irgendwie so 5 Monate lang, in diesem Jahr stand ich irgendwie ein bisschen neben mir. Ich hatte auch extreme gesundheitliche Probleme, immer wieder erkältet. Und teilweise konnte ich monatelang keinen Sport machen, weil die Devise ist bei mir immer, wenn ich eine Erkältung habe und Schnupfen habe, weil ich habe da schon mal böses Lehrgeld bezahlt als junger Kerl. Ich habe dann mal meine Grippe oder meine Erkältung ignoriert und bin trotzdem einfach zum Sport gegangen und dann hatte ich wirklich so ein bisschen Herzrhythmusstörungen und hatte erst Angst, dass da was bleibt. Zum Glück hat sich das wieder komplett zurückentwickelt. Und trinke jetzt auch morgens immer mein Gemüsesmoothie. Das finde ich ziemlich geil. Aber dadurch, dass ich sehr verfressen bin und wenig Sport machen konnte, ja, war meine Gewichtsbilanz dieses Jahr nicht so gut. Und das, was ich so schön hatte abgebaut letztes Jahr, habe ich mir aus Frust, weil ich einfach irgendwie diese Scheiß Erkältung nicht losgeworden bin, habe ich mir wieder angefressen. Da bin ich nicht happy mit mir, aber das kommt auf jeden Fall auf meinen Plan 2020, das wieder besser zu machen. Ja, was habe ich noch? Genau, ich hatte ja auch noch gesagt, dass ich mit einem Co-Investor was zusammen machen wollte, mit dem Dieter. Das habe ich auch. Wir haben beide zusammen die E-Corporations GmbH gegründet. Also Dieter und ich zusammen halt haben eine Firma gegründet und die Idee war, er gibt ihr Eigenkapital und ich kümmere mich drum. Wir wollten eigentlich da ein Mehrfamilienhaus reinpacken, aber mit einem Mehrfamilienhaus, ich hatte 3, 4 zur Wahl, hat es nicht so ganz geklappt. Auch hat sich in Dieters Leben viel verändert. Und deswegen hat es am Ende dann nur für einen Superschnapper gereicht, aber einen kleinen. Ich habe quasi eine 2-Zimmer-Wohnung in Bombenlage hier in Nürnberg gekauft für 105.000 Euro. Also in einer schönen Denkmal, also nicht denkmalgeschützt, sondern ein Jugendstilhaus. Erste Etage, Belletage, nett renoviert von einem Rentner, der die Kohle braucht, um seinen Lebensabend zu gestalten. Und mit dem habe ich mich gut verstanden. Und entsprechend habe ich hier einen kleinen Auftrag erfüllt. Wir haben zwar nicht das große Ziel erreicht, aber das kleine. Und wir brauchten noch keine Finanzierung und haben quasi dann auch die kleine 2-Zimmer-Wohnung einfach mal so dahingestellt und die Firma quasi gegründet, haben eine abbezahlte 2-Zimmer-Wohnung jetzt da drin liegen. Und ja, das gibt Schlechteres. Und haben jetzt hier quasi einen kleinen Geldbunker. Und wenn wir das Geld brauchen, dann können wir zur Bank gehen und es beleihen. Und im Moment wirft das Ding, ich glaube, 6% Netto-Kaltrendite ab. Also richtig gerechnet, inklusive aller Nebenkosten, habe auch die Miete nochmal gut erhöht, hatte einen Mieterwechsel. Mit dem neuen Mieter habe ich mich auch ganz gut verstanden, das war ein Handwerker. Und wir haben uns dann noch ein bisschen darauf geeinigt, dass ich da ein bisschen Geld gebe und er dann Teile der Wohnung halt auch noch selbst saniert. Also das lief gut. Sehr, sehr gut. Also war zwar kleiner als gedacht, aber trotzdem sexy, kleines Investment, das trotzdem Freude macht. Was hatte ich noch? Ja, Panama-Engagement. Ich wollte eine Kakaoplantage kaufen. Also 3-mal hatte ich zugesagt, dass ich eine haben wollte, aber irgendwie hat es nie geklappt. Es lag immer an den seltsamsten Umständen, dass es nicht funktioniert hat. Ja, was soll ich sagen? Ich habe 3-mal zugesagt. Ich wollte es. Es stand auf meiner Zielagenda. Aber es sollte irgendwie nicht sein. Dafür ist dann Zypern dazwischen gekommen, was ja auch nicht schlecht ist. Und da habe ich jetzt Gas gegeben. Aber Panama ist definitiv auf meiner Zielplanung, denn ich finde das Land so super geil und da will ich unbedingt irgendetwas erwerben. Entweder vielleicht auch wirklich eine Kurzzeitvermietungsimmobilie oder halt eine Kakaoplantage. Aber ich bin hart am Kämpfen. Ich werde nicht aufgeben. Ich kriege das hin, da ein cooles Investment zu machen, weil einfach nur so etwas zu kaufen macht natürlich keinen Sinn. Ich will ja auch Geld verdienen und was Nettes zu erzählen haben, das macht ja keinen Spaß.
Was habe ich noch? Ja, ich wollte mein Business mehr automatisieren. In manchen Bereichen ist mir das gut gelungen. Ich bin ja auch noch beteiligt an einer Minibank, an so einem Mikrofinanzinstitut. Und da haben wir quasi den ganzen Anfrageprozess komplett digitalisiert. Viel besser gelaufen. Wir haben quasi die Anfragen über das Internet auch verdoppelt. Ich habe da zusammen mit einer indischen IT-Firma wirklich Wunder bewirkt, würde ich sagen. Wir haben uns viel Mühe gegeben, haben die gesamte Internetseite, den Prozess neu aufgestellt, auch zusammen mit der Kreditsachbearbeiterin, mit der Katja, die da auch geile Performance geleistet. Und was auch ganz cool ist, es gibt einen neuen Ausbildungsgang zum E-Commerce-Manager und da habe ich jetzt mal quasi neue Auszubildende eingestellt. Die macht ihre Ausbildung als E-Commerce-Managerin und die verwaltet natürlich dann auch mit unser Mikrofinanzinstitut und dadurch haben wir uns wesentlich professioneller aufgestellt. Ach, an der Stelle vielleicht auch noch ein Nachtrag zum Thema Hausverwaltung. Da bin ich auch ganz stolz. Ich habe schon öfter und jahrelang eigentlich mal ausgebildet und auch unseren Beitrag geleistet. Und auch hier fängt zum 1.1. die Tuba an. Auf die freue ich mich. Die ist echt nice. Und die macht bei uns dann ihre Ausbildung zur Kauffrau Immobilienwesen. Also wir machen uns, die Firma läuft. Was haben wir noch? Ja, also Business automatisieren. In manchen Bereichen, also automatisieren der Kundenanfragen, ist das perfekt geklappt. Das klappt super bei der Hausverwaltung. Es klappt super bei meinem Mikrofinanzierer. Ihr könnt euch auch gerne mal die Seite angucken unter mikrokredite-vergeben.de. Einfach mal draufschauen. Da vergeben wir Kleinkredite, Existenzgründer bis 25.000 Euro. Geiles Konzept. Ist auch ein Sozialprojekt, weil wir letztendlich Menschen Zugang zu Geld geben, die normalerweise keinen Zugang hätten. Ist auch unter der staatlichen Schirmherrschaft. Also mir gefällt es, machen wir schon seit Jahren. Auch da haben wir also voll automatisiert, aber wo ich Automatisierung gar nicht hinbekommen habe. Und es mir echt schwer, immer schwerer fällt es mit der Selbstverwaltung. Es wird immer schwieriger, den ganzen Kram selber zu verwalten. Und ich versuche permanent immer gegenzukämpfen. Auch zum Beispiel habe ich jetzt im Büro die Devise ausgegeben, dass wir keine Post mehr kriegen sollen. Jeder Brief, der kommt, wenn es Werbung ist, rufen wir an und sagen, wir wollen nie wieder diesen Brief haben, weil jeder Brief zu öffnen, zu lesen, sich damit zu beschäftigen, kostet Zeit. Wir versuchen alles zu automatisieren, was wir nur können. Wir haben auch die Zusammenarbeit zwischen Rechnungsstellung und Buchhaltung in großen Teilen dieses Jahr automatisiert. Haben dort auch Personal nacheingestellt, aber nach wie vor verbrauche ich viel zu viel Zeit meines Lebens, indem ich sinnfrei, geistlos Papiere von links nach rechts schiebe. Es ist schwierig. Und ich habe auch das Gefühl, sobald man irgendwie eine Ecke automatisiert hat, kommt neuer Scheiß dazu. Also da muss ich definitiv noch besser werden und was dazulernen. Wird sicherlich auch ein Motto sein für 2020, mehr Automatisierung. Was habe ich noch? Ja, das waren eigentlich so die Themen. Gesundheitlich habe ich auch immer wieder ein bisschen Probleme, weil ich habe ein Problem meiner Schilddrüse. Ich habe eine Schilddrüsenunterfunktion und ein Hashimoto. Und dadurch bin ich oft sehr müde. Merkt man so vielleicht nicht. Und man hat auch manchmal ist man ein bisschen down, obwohl es eigentlich überhaupt keinen Grund gibt. Und dann braucht man viel geistige Kraft, um darüber hinaufzuhüpfen. Und dieses Jahr war ich ganz stolz, dadurch, dass ich durch Ernährungsveränderungen in meinem Nahrungsmittelkonzept quasi die Medikamentendosis von meinem L-Tyroxin von 200 Tabletten auf 100 da fast reduzieren konnte. Also das war für mich echt auch ein Meilenstein, auch in meinem Wohlbefinden und meiner eigenen Selbstwahrnehmung. Wow, da habe ich für mich viel erreicht, aber der Kampf hört, glaube ich, da nie auf. Klar, wenn du noch älter wirst, kommt was Neues hinzu. Wobei das Jahr 2019 war, abgesehen von diesen ständigen Erkältungen, die mir echt auf den Keks gingen, eigentlich ein cooles Jahr. Aber ich merke auch, dass der Winter mir in Deutschland einfach nicht gut tut. Und ich habe irgendwo eine verrückte Studie gesehen, die gesagt hat, wenn du deinem Körper quasi immer eher Wärme aussetzt oder nicht so kaltes Klima, dann ist auch die Lebenserwartung länger. Und entsprechend habe ich da auch, war vielleicht auch ein Grund, in Zypern zugeschlagen. Da hast du ja wirklich Traumwetter. Ich glaube, die haben 300 Sonnentage pro Jahr und habe da grundlegend was verändert. Ja, das mal mein Rückblick auf das Jahr 2019. Auch habe ich die Inhalte der Videos ein bisschen diversifiziert. Ich habe teilweise auch mal ein bisschen meinen Groll losgelassen. Da musste auch mal sein über die Politik und über die Veränderungen. Habe aber auch ganz viele Content-Videos gebracht, die wirklich Heavy Content liefern
und denke, habe auch oft Persönliches erzählt über Mindset, weil ich finde Investment, Mindset, aber natürlich auch Content und Bildung gehören gut zusammen. Ich hoffe, ich habe die Mischung dieses Jahr gut getroffen. Wenn ihr euch Inhalte wünscht, die vielleicht noch nicht dran waren, wünscht euch einen anderen Akzent, dann immer bitte Feedback geben. Ich habe dieses Jahr wirklich versucht, jedes Kommentar zu kommentieren, meine Ansicht dazu wiederzugeben, mir sie anzuhören, aufzugreifen, auch eure Inhalte immer möglichst so wertschätzend wie wirklich entgegenzunehmen, das Beste draus zu machen. Und das versuche ich 2020 wieder. Und wenn ihr noch Vorschläge habt, einfach immer posten und sagen, ey Flo, das würde mich interessieren, da bin ich total dankbar. Und manche Sachen merkt man ja selber gar nicht mehr im Alltag, dass die vielleicht was Besonderes sind für jemand anderen, die du vielleicht für dich schon längst gelöst hast. Und dann finde ich es immer cool, wenn man einfach erzählen kann, du pass auf, das Problem kenne ich ja auch. Die meisten Probleme kennt man ja auch. Und ich habe diese Lösung dafür gefunden, oder dieses Konzept damit umzugehen. Ja, in diesem Sinne, vielleicht schaffe ich es noch vor Weihnachten nochmal ein Video zu machen. Bei den Weihnachten besuche ich meine Family in Hamburg. Aber nichtsdestotrotz wünsche ich euch die beste Vorweihnachtszeit. Nur das Beste für euch, ein tolles Jahresende, ein geiles Silvester und natürlich auch ein super Start ins neue Jahr. Aber bis zum neuen Jahr werdet ihr mich nochmal hören, denn ich möchte mit euch auch über die Ziele für 2020 mit euch sprechen. Das wäre ja heute eher die Rückschau. Beste Grüße, euer Flo aus Nürnberg.